的 gringo。Und weiter geht es mit Two Worlds 2. Wir betreten mal die Geschichte hier und bin ich gespannt, was uns da erwartet. Kommt ruhig näher und überzeugt euch selbst. Wo könnt ihr noch so günstig? Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen. Na, was für ein Chaos. Mit dem Quatsch mal. Seelenmeister. Eine Seelenerneuerung kostet 500 Auras. Seelenerneuerung? Belastende Erinnerungen, alte Angewohnheiten und Phobien. Dieser ganze Ballast hält uns davon ab, das Beste aus dem Leben zu machen. Also hilfst du den Leuten dabei, Dinge zu vergessen? Ich würde eher sagen, durch meinen klärenden Einfluss gehen die Menschen zielgerichtet durchs Leben. Sie können ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Ich kann mich daran erinnern, damals, als ich das mal gespielt hatte, vor etlichen Jahren. Dadurch gehen die Skillpunkte, ich weiß nicht wie viele Skillpunkte, die gehen zurück und man kann sie neu verteilen. Möchte ich aber nicht. Brauche ich, glaube ich, nicht. Sehe genauso. Wenn du soweit bist, wirst du wiederkommen. Ja, wenn es soweit ist. Ein Teleporter, oh, ein Teleporter, den könnte ich benutzen. Aber ich will, er winkt hier so schön. Was hast du? Karten! Ah, Geschoss, nehme ich. Ziellenkung, nehme ich. Ich weiß jetzt ja nicht genau, wie der funktioniert. Persönlicher Teleportplattform. 14.700. Aber wir haben ja sowieso einen Teleporter. Ich muss ja nicht von jedem Ort unbedingt mich wegteleportieren. Muss ja nicht sein. Was haben wir hier jetzt? Nee, ich muss erst meinen Stab anlegen. Warte mal. Den lege ich erstmal an. Und jetzt nochmal nachfragen. Und dann sehe ich ja, ob irgendwas besser ist. Nö. Willenstärke plus 9, das ist alle gleich. Da ist nichts besser, nicht schlechter. Stab der Wassermagie. Willenstärke plus 9, haben wir sowieso. Lebenwirkung, Luftwirkung. Nehmen wir Luft. Ja, das ist immer so schwierig, weil ich nicht genau weiß, ob ich es brauche. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht kriegen wir noch einen leckeren Hut. Oh, Willenstärke plus 20. Verstärkt. Ah, oh, warte mal hier. Das waren 15. Das waren 17. Vorher. Der hat sie ja 18. 18%. Komm, ich nehme den. Ja. Ach so, dann hätte ich den jetzt verkaufen können. So, wir setzen den mal an. Jetzt gucken wir hier. Ja. Aber wir verkaufen den noch. Vielleicht gibt es da noch ein paar Euros. Ha! So, das nehmen wir auch weg. Das nehmen wir auch weg. Ebenso das. Und das andere brauche ich dann sowieso alles. Halt, nein, das nicht. Ja, ich wollte ja eigentlich nicht mehr, dass ihr unbedingt zuguckt. Den kann ich ja noch anschalten hier, war 1, 2, 3, 4. Wie ich die Sachen jetzt verkaufe oder so, aber ich denke mal, dass es hier doch etwas anders ist. Von daher lasse ich das mal. So, Geschoss nehmen wir. Umgebung. Umgebungszauber will ich eigentlich nicht machen. Luft. Kriegen wir hier mal Luft, hier haben wir auch Luft. Nehmen wir einfach mal. Falle. Brauchen wir nicht. Blocken. Schutzkristall. Ja, ich habe ja schon einen Schutzkristall, den kann ich gar nicht benutzen. Kann ich gar nicht benutzen. Oh, 1920. Vergiss nicht, uns weiter zu empfehlen. Ja, das überlege ich mir noch. Ah, sei gegrüßt. Sicher findet sich das eine oder andere in meinem Sortiment, das dein Interesse erweckt. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, Heiltränke. Aber es war mir ein Vergnügen. Bislang habe ich nicht so viel von den Dingern gebraucht. Oh Mann, ich muss mal speichern. Schon lange nicht gemacht. Nehmen wir hier die 428. Ja. Kommt ruhig näher und überzeugt euch selbst. Ich benutze wo mal diesen. Könnt ihr noch so günstig und vor allem gut einkaufen? Ja, nun laber nicht. Andere kaufen vielleicht auch günstig ein, aber geben sie den Preisvorteil auch an euch weiter?
So, ich benutze den mal. Mal sehen, was passiert. Jetzt bin ich immer noch da, nur ein Stockwerk höher, oder wie? Oh, hier ist auch ein Buch. Skillbuch des Wissens. Mal sehen. Ja, schauen wir mal. Skillbuch des Wissens. Ach, hier haben wir auch noch was. Ach so, das ist der imperiale Passierschein. Passierschein. Ach hier, diese Dinger könnte ich ja auch alle verkaufen. Oculus Draconus. Draconis. Aber vielleicht befasse ich mich ja mal damit und kann die doch gebrauchen. Ach, guck mal, das sind von unten von diesen Magier, die da unten alles... Kann ich helfen, junge Frau? Nun, ich will es mal als Kompliment auffassen. Bei den Göttern, ich muss mich bei dir entschuldigen. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Solche Momente werden immer häufiger. Bist du der Bibliothekar hier? Vorübergehend. Irgendjemand muss dieses wunderbare Archiv in Ordnung halten. Das in diesem Raum versammelte Wissen ist von unschätzbarem Wert. Mit oder ohne Gilde. Wie war das? Was hast du mit deinem letzten Satz gemeint? Die Magiergilde existiert offiziell nicht mehr. Der Herrscher hat Master Datan angewiesen, die Organisation aufzulösen. Oder er würde sich des Hochverrats schuldig machen. Wer kümmert sich dann um die Angelegenheiten der Gilde? Nun, niemand. In den ersten paar Monaten sind die Leute weiterhin mit ihren Problemen hierher gekommen. Aber dann haben sie damit aufgehört. Wir bekommen noch Briefe. Man bietet uns Geld und andere Güter im Austausch für unsere Hilfe. Ich habe die Briefe an dem Brett dort drüben ausgehängt, in der Hoffnung, dass jemand sie liest und seine Hilfe anbietet. Macht es dir etwas aus, wenn ich sie mir mal ansehe? Aber ganz und gar nicht. Ich habe alle Eingänge notiert. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, komm einfach wieder zu mir. Sicher habe ich dann eine Belohnung für dich bereit, in einer der Truhen dort. Das wird sich einrichten lassen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber du wärst ein würdiges Mitglied der Gilde gewesen. Wo sind die Mitglieder der Gilde hin? Viele sind nach New Ashes gegangen, um an der Universität zu lehren. Andere haben sich lieber versteckt. Ab und zu kommen sie heimlich her. Nicht, dass ich jemals einen von ihnen gesehen hätte. Mir hat Master Datan erlaubt, mich um die Bibliothek zu kümmern. Ehrenamtlich, versteht sich. Wo ist Master Datan jetzt? Er kommt und geht. Diese Hallen waren viele Jahrzehnte lang sein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles so einfach hinter sich lässt. Warum spricht niemand darüber? Man müsste doch meinen, dass sich die Leute Sorgen machen. Nun, ich glaube, wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Gut, ich werde mal am Brett nachsehen. Ja, tu das. Also selbst wenn er ehrenamtlich arbeitet, frage ich mich, wie er eine Bibliothek führen kann. Ach schön, ich wollte mal gucken, ob dahinter, ob ich da irgendwas lesen kann, was auf diesem Ding hinter ihm steht. Anscheinend nicht. Aber bevor ich mich hier kümmere, muss ich leider erstmal wieder speichern. Was nehmen wir jetzt? Die 5, die nehmen wir ja. Zack. Also ich denke mal, 3 Speicherpunkte reichen. Dann mal sehen, ob der mitkriegt, dass ich hier das Ding aufmache oder aufmachen möchte. Ja, ich mach gespannt. Ja, noch nichts drin. Das heißt also, ich muss erst Aufträge erfüllen und dann kann ich Terre. Nachricht. Also nehmen wir mal alle 3 rüber. Und
Jetzt können wir das quasi lesen. Interessiert mich nicht. Ich werde schon noch rausfinden, was das ist. Ach so. Und das sind wahrscheinlich dann alles Aufträge. Ach, hier haben wir ja auch noch Skillbuch der Zauberei. Zauberkunde, zack. So, und bei der Gelegenheit gehen wir gleich mal hier Magiekunde. Können wir da irgendwie mal was drauflegen? Ja, hier können wir was drauflegen und hier. Mehr nicht. Für was kaufe ich diese ganzen Karten, weil ich die sowieso nicht benutzen kann? Ja, kann ich halt nicht benutzen. Auch nicht mit dieser Ziellenkung? Verstehe ich nicht. Also wenn ich Feuer abschießen kann, warum geht das nicht mit Ziellenkung? Ja, kann man nichts machen. Normalerweise müsste die ja da sein, oder? Schließe ich mal. Guck mal hier, Ziellenkung 3. Geschoss 3. Das sind doch Geschosse. Auch hier genau der gleiche. So, da mal 2. Eis. Erdmagie haben wir noch nicht. Zack. Ja, es ist nicht zu machen. Ach doch, hier, Geschoss. Oh ja, das ist gut. Zack. Aber wir müssen... Ich muss die Karte nochmal ändern. Halt, nein, das geht ja nicht. Warte mal, gehen wir nochmal hier rein, Entschuldigung. Gehen wir nochmal hier rein. So, Feuer ist an. Und jetzt machen wir hier Geschoss. Es hat ja nur einen 125 Feuerschaden. Ach, hier oben. Hat auch einen. Was haben wir jetzt? 125? Auch 125. Ist eigentlich egal. Tja, das ist eigentlich hupfige Sprung. Okay, damit befasse ich mich vielleicht irgendwann mal, wenn ich besser durchblicke. So, wir haben also vermutlich ein paar Aufträge jetzt gesammelt. So, hier geht's hoch. Finde Fluffys Hundehütte. Fluffys Hundehütte. Ah, ist zu. Haben wir hier noch irgendwas zum... Noch ein Blindy? Zwei sogar. Ach, das hier könnte man wieder kaufen. Aber ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Feuer. Jawohl. Ach, vielleicht kann ich das auch alles irgendwie ja nicht richtig machen. Guter Sprung. Warte mal, Luftbeschwörenträger. Wissen. Gewichtskristall. Ach, kann ich mir nicht mehr leisten. Halt, eventuell doch. Was haben die 25? Ach. Die haben ja so wenig. Zu wenig Gewicht, Leute. Zu wenig Gewicht. Aber trotzdem mal die Bücher verkaufen. Die haben wir ja alle schon aktiviert. So, die gehen nicht. Das sind Aufträge. Ach, hier fallen. Nehmen wir auch weg. Nehmen wir weg. Eieieiei. Gegengift behalten wir. Da ist unsere Fackel. Warte, ich jetzt 1600. So, dann gehe ich nochmal hier bei den Magierkarten. Ich habe mir nochmal zusätzlich Feuer jetzt geholt. Halt. Ah, jetzt hat er 3. Jetzt hat er 3. Halt. Der hatte 2. Der hat auch 2 Umgebung. Verzauberung. Geschoss. Also wir müssen es schon so lassen. Okay, wir lassen es so. Wir lassen es so. Ach, vielleicht kriege ich ja noch sowas hier, so ein Vieh. So ein Totenkopf. Hat jemand noch einen Totenkopf für mich? Ja, eher ja. Nehmen wir einfach. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den Totenkopf... Ne, der lässt sich nicht aktivieren. Ha! Der lässt sich nicht aktivieren. Vielleicht liegt er an den Skills. Warte mal, Zauber. Ah, das kann sein. Erfordert 20 an Willenskraft, habe ich doch. Aber wahrscheinlich, weil das ja gefaked ist.
noch nicht. Verstehe ich nicht. Ach, vielleicht kriege ich auch keine Karten weiter. Oh, oh. Wir haben es alles verschenkt. Alles verschenkt. Ach. Luftmagie, Wassermagie. Wissen. Ah, vielleicht geht das jetzt. Warte mal. Ist alles ein bisschen sehr seltsam hier, aber was soll ich machen? Ja, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ach Leute, ihr macht mich fertig. Gift, Gift und Erde. Könnte ich eigentlich verkaufen, aber ich lasse sie einfach mal drin. Nee, auf zu winken, ich will nichts mehr von dir. Achso, das ging ja nicht. Ja, das heißt, wir können jetzt runter. Wir können jetzt wieder runter. Rick, wo lang? Ach, hier lang. Könnte auch runterspringen, nehme ich an, oder? Hm. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ha. Wie mache ich das jetzt am besten? Komm einfach raus hier. Komm einfach raus. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen mit den Magierkarten hantiert. Aber so richtig durchblicken ist ja nun ja nicht mein Ding. So, wir haben mal unser Stäbchen an. Jetzt müssen wir ja quasi hier lang. Mal sehen, wie viel Schaden der Kumpel macht. 170, das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, da brauche ich ja nicht die Waffe wechseln. Da ihr habt das auch so haue. Oh, was haben wir hier? Stab der Wassermagie. Aber wir wollen ja unbedingt Feuer. Na ja, das ist nur 68 Schaden, ist jetzt nicht so doll. Komm her. Genau, lass aus. Achso, den hatte ich ja gerade geplündert. Den hatte ich ja gerade. Komm alle drüber hier. Alles rübernehmen. So, das auch. Mal gucken. Ja, ist ein anderer Schaden. Nee. Doch. Der hat 48. Und 4. Ja. Weltstärke plus 9. Weltstärke. Also können wir ruhig so lassen. Das können wir alles so lassen. So, haben wir hier eine Truhe wenigstens? Ja. Puff. Und geschafft. Mal sehen. Ein Gewichtskristall, sehr schön. Lederhosen, Lederhosen. Oh, eine besser sogar. Die nicht, aber komm, nehmen wir alles. Jetzt soll die andere Lederhose anziehen. Die war das nicht. Wo ist sie? Hier. Die ist besser. Zack, die ziehen wir jetzt an. Und die Lederhose machen wir einfach kaputt. Zerlegen. Ja. Lederrüstung, das bleibt natürlich. Was war hier noch? Ach so, dieser Kristall. Warte mal, wo hätte ich hier noch Platz? Da hätte ich noch Platz. Da auch. Der hat so zwei Dinger drin. 6 plus 9, 6 plus 8. Also wenn wir den hier schmieden. Schmieden. Ach hier. Gewichtskristall. Zack. Und schon können wir ein bisschen mehr tragen. Jetzt haben wir 42 haben wir noch, haben wir erst. Und 148 können wir an Gewicht tragen. Super Buschi. Ich glaube, da hinten entwickelt sich gleich ein Kampf. Aber was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas? Nö.
Ne, hier ist gar nichts. Hier vielleicht? Nö. Also hier ist tote Hose, möchte ich behaupten. Da lang, ja. Da können wir uns an den Rand schleichen. Was meint ihr? Komm, wir versuchen's. Zu spät. So, eine andere Waffe. Die 5. Ich habe Gesellschaft. Ah. Ah. Stirb, stirb, stirb. Das ist also, gut. Das ging richtig schnell. Geile Waffe, Leute. Das hat richtig gerührt, das Ding. Kommen wir erstmal hierher. Mal sehen, ob wir es schaffen in der Zeit. Yep. Haben wir geschafft. Wird aber eng, wenn noch mehr so eine Kreise kommen. Da ja, hoffe ich auch. Oh. Verarsch mich doch, ey. Na super, ey. Schön verarscht. Herzlichen Dank. Echt super. Muss ja noch meinen Morgenstern hinlegen auf die 4. Habe ich nämlich vergessen. Okay, dann schauen wir mal hier nach. Das ist gut. Oh ja, Stärke, Willensstärke, Regeneration. Wunderbar. Alles nehmen. Alles nehmen. So, trägt erst 53 Gewicht von 148. Das heißt, ich kann noch eine Menge tragen. Da kann ich wirklich eine Menge tragen. Ja, die Dinger verstehe ich nicht. Zauberamulett. Ist ja nur ein leeres Feld. Da blicke ich irgendwie nicht ganz durch. Und ich würde einfach mal sagen, ich befasse mich nochmal selber mit diesen ganzen Geschichten hier. Oder warte mal, ich versuche erstmal, vielleicht ist hier in der Nähe irgendwo noch so ein Teleporter. Vielleicht ist hier ein Teleporter für mich. Nö. Aber schön im Kreis gelaufen. Ist ja auch was Tolles. Doch, 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 doch. Was haben wir da? Na, ist aber kein Teleporter. Steigert das Durchhaltevermögen. Na okay, Leute. Ich werde mir gleich hier Durchhaltevermögen holen. Dann laufe ich weiter. Vielleicht entdecke ich einen Teleporter. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Und dann werde ich wieder ein paar Sachen verticken. Und ich hoffe mal, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Und von daher, ihr kennt es ja schon. Danke.